Am Wochenende wurde vom 2. bis zum 3. Dezember erstmals die Bildungs- und Jobmesse 2011 in den Zentralhallen Hamm ausgerichtet. Im Fokus der Messe, an der über 100 Aussteller teilnahmen, stand das Thema Ausbildung. Insbesondere Jugendliche, die sich in der Phase ihrer Berufswahl befinden, bekamen hier die Chance, sich über die unterschiedlichen Ausbildungsangebote und Voraussetzungen zu informieren. Denn zahlreiche Ausbildungsbetriebe aus Hamm und der Umgebung präsentierten ihr Ausbildungsplatzangebot und hatten gleichzeitig die Möglichkeit, geeignete Jugendliche als zukünftige Auszubildende kennenzulernen. Für Schüler, Eltern, Lehrer und Unternehmen diente die Bildungsmesse also als Forum und Informationsquelle und bot wichtige Orientierungshilfen. Und besonders die Nachfrage der Jugendlichen war groß, wissen die Aussteller. Ja, die Resonanz war heute Morgen schon sehr, sehr groß. Die Messe ist ja um 10 Uhr durch den Oberbürgermeister eröffnet worden. Es war, wie man so schön sagt, sehr truppelig hier. Ja, es waren sehr viele da, haben sich darüber informiert, was der Industriemechaniker halt genaueres macht. Und wollten ein bisschen was zu dem Schaltplan wissen und zu der Funktion unseres Druckluftantriebs. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten viele Schulabgänger, die sich im großen Interesse hier gezeigt haben. Also die Resonanz heute Morgen war sehr, sehr gut. Also ein großes Interesse. Natürlich locken wir die jungen Leute auch mit unserem Trimfahrrad hier. Sehr gut. Also unser Stand war sehr gut besucht. Viele Fragen wurden gestellt über die Ausbildung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Viele Stände luden außerdem auch zum Ausprobieren, Experimentieren und Basteln ein. Und dann konnte man hier zur Weihnachtszeit solche Gegenstände selbsttätig ausschneiden und mit nach Hause nehmen. Für den heimischen Christbaum, ne, ist zum Beispiel ein Teil, was eine Teilnehmerin gemacht hat, sehr ordentlich. Doch nicht nur an den vielen Ständen, sondern auch durch Vorträge, Workshops und Podiumsdiskussionen konnten sich die Besucher informieren. Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr überreichte dann Nordrhein-Westfalens Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung, Svenja Schulze, die Gründungsurkunde für das ZDI-Zentrum Hamm. Darüber, dass die Bildungsmesse in Hamm eine sinnvolle Veranstaltung war, waren sich sowohl Besucher als auch Aussteller der Messe einig. Das wurde Zeit, dass die endlich da ist, diese Messe. Weil Jugendlichen können sich hier direkt bei den Arbeitgebern informieren und kriegen auch direkt die Informationen. Ja, das ist schon lange ein Wunsch von mir und anderen Partnern noch gewesen, so eine große Bildungsmesse, wo sich verschiedene Akteure zusammentun und das organisieren. Und jetzt hat es geklappt. Wir hatten vorher mehrere einzelne Messen, aber ich glaube, wenn man vernetzt ist, kann man viel, viel besser alle Bedürfnisse befriedigen. Sehr gut. Also die jungen Leute können sich ja hier informieren über ganz verschiedene Ausbildungsberufe. Und für den weiteren Lebensweg ist das schon sehr sinnvoll und sollte auch weitergeführt werden. Man kriegt halt mehr so eine Übersicht halt über die Berufe und ja, halt über die Auswahl. Es war auf jeden Fall sehr informativ. Man konnte viel ausprobieren, hat viele schöne Pröbchen mitgekriegt und ja. Also die Bewerberzahlen in diesem Jahr zeigen uns, dass diese Bildungsmesse außerordentlich wichtig für uns ist. Es ist nicht mehr ganz einfach, junge, gut qualifizierte, schulisch gut ausgebildete Jugendliche zu bekommen. Und deswegen ist das hier genau das Richtige, was wir für unseren Bereich hier brauchen. Da die Messe ein voller Erfolg war, ist nun schon eine Neuauflage der Veranstaltung für 2012 in Planung.